Willkommen zurück und ein herzliches Willkommen hier zu einem weiteren LEGO Review. Und zwar haben wir heute die 40450 mit dabei, die Emilia Earhart Tribute oder das Emilia Earhart Tribute. Es handelt sich hierbei um ein kleines Flugzeug, mit dem dann unsere liebe Emilia Earhart natürlich auch über den Atlantik geflogen ist. Daher ist es zumindest bekannt. Und hier vorne sehen wir einmal das Flugzeug auf dem wunderschönen Aufsteller. Beides werden wir uns natürlich gleich einmal im Detail anschauen. Wir haben auch eine Minifigur mit dabei, nämlich natürlich, wer hätte es geahnt, von Emilia Earhart. Die Boxart finde ich übrigens in dem Fall richtig, richtig cool. Müsst ihr euch mal angucken. Das ist hier mit so einem kleinen Zirkel und einem Kompass auf der Seite. Haben wir so selten bisher gehabt. Auf der Rückseite auch nochmal eben kurz. Haben wir auch noch so ein bisschen cooles Boxart. Einmal mit der großen Minifigur, einmal das Flugzeug side by side mit der echten Version. Und dann auf der rechten Seite natürlich noch ein paar Detailbilder hier. Wir haben eine Minifigur in diesem Set. Das ist nämlich Emilia Earhart, wie man es schon erwarten konnte. Sie hat ein Accessory mit dabei, nämlich eine kleine Landkarte. Und das ist tatsächlich leider, leider ein Sticker, muss ich an der Stelle sagen. Aber es ist natürlich ein cooler Sticker, nämlich eine coole Landkarte hier mit dem Flug über den Atlantik, für den sie ja dann auch berühmt geworden ist. Sie hat eine Fliegerbrille auf, die man natürlich auch nach oben klappen kann und ihr Gesicht dann hier so sehen kann. Wir können mal kurz auf die Rückseite schauen, da ist nämlich kein zweites Gesicht leider, aber dafür ein bisschen Print hier noch auf der Rückseite der Figur. Das Flugzeug selbst ist natürlich nicht im Minifigurenmaßstab, das hätte man so in der Größe wahrscheinlich auch nicht umsetzen können und dann wäre es halt auch kein GWP geworden. Ihr könnt hier schon sehen, wir haben einen kleinen Platz für unsere Minifigur. Da sind einfach nur zwei, also eine 1x2-Platte, die hier mit aufgebracht ist in diesen Rand, der sonst komplett geteilt ist. Finde ich cool, dass wir hier den Platz dafür haben, dass das quasi mit ausgestellt werden kann. Der Aufsteller selbst hat hier unten so einen kleinen Sticker, da steht Emilia Earhart Aviation Pioneer, also quasi ja, Flieger, Pionier oder wie auch immer. Finde ich cool, also finde ich auch schön, dass hier so ein kleiner, ja nochmal so eine kleine ja, Standplatte mit dabei ist, sodass das zumindest auch schön präsentiert werden kann. Nicht nur die Standplatte an sich, sondern eben auch so ein kleines Schild noch dabei, damit man eben weiß, worum es sich handelt, wenn man jetzt nicht das Thema genau kennt. So, das Flugzeug lässt sich natürlich abnehmen und das ist auch so ein bisschen so ein Negativpunkt, weil die Flügel sind natürlich sehr weit und das macht es sehr einfach, zum Beispiel hier einfach mal raufzudrücken und das Ding dann komplett abzumachen. Und ihr seht schon, da geht so ein bisschen schwarz mit ab. Also es ist nicht so, dass hier jetzt das komplette Schwarz an dem Kasten bleibt, wo es eigentlich sein sollte, sondern eben das bricht viel, viel einfacher an diesem Punkt. Also dass da irgendwie nur diese beiden Studs das Ganze hier halten, ist natürlich nicht so schlimm, weil man das meistens ja wahrscheinlich hier so drauf lassen wird. Allerdings wollte ich es an der Stelle anmerken. Wir machen uns als erstes mal eben kurz ans Flugzeug und das Flugzeug ist wunderschön. Es ist natürlich nicht Minifigurenmaßstab, wie eben schon erwähnt, weil ihr seht schon, hier vorne ist das Cockpit und die Minifigur kann man dann eben auch nicht reinsetzen, was ich persönlich sehr schade finde, aber es macht natürlich auch gar keinen Sinn, weil die Figur dann in dem Fall wahrscheinlich so eine Microfigur wäre, die hier reinpassen würde und da macht es keinen Sinn, jetzt eine echte Minifigur in diesem Flugzeug drin zu versenken. Wir haben hier unten, also hier vorne erstmal so einen coolen Propeller, der dreht sich auch so ein bisschen zumindest und man kann da auch gegenpusten, wenn man das gerne möchte, dann dreht er sich auch, aber ist halt nichts Spezielles, also der dreht sich jetzt nicht bis in die Eternity, also die Unendlichkeit, der bleibt also stehen, relativ nach kurzer Zeit. Im Inneren seht ihr hier einen Print, das ist ein 2x2 Tile mit so einem coolen Rotor-Print da drauf, fand ich ganz nett. Und weiter nach hinten, wir haben sehr viele Sticker in diesem Set enthalten, also einige, die hier für die ja, Seitenstreifen drauf gehen, einmal hier und dann haben wir hier hinten auf der Rückflosse noch ein paar Sticker auf jeder Seite und dann hier oben noch auf dieser auf der Tragfläche haben wir die NR und dann 7952. Am mit interessantesten fand ich aber hier unten mit die Halterung für die Landekufen. Das sind ja hier unsere kleinen Räder, die dann hier theoretisch rausgucken und diese Landehalterung ist super fest, also die ist nicht irgendwie beweglich oder sonst irgendwas. Man kann natürlich das hier hin und her bewegen, aber der Rest ist starr. Und das fand ich so, so cool, weil das ist nämlich im echten Modell dann auch so. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwelche Bilder noch irgendwo mit enthalten sind. Ich muss mal kurz in die Anleitung gucken, leider nicht. Aber das ist tatsächlich im echten Modell auch so. Ihr müsst das mal googeln, dieses Flugzeug. Das ist ultra gut übernommen. Und da muss ich Props an die Lego-Designer geben, die hier absolut ihr Bestes getan haben, um eben dieses Detail dann genauso mit aufzugreifen. Genauso cool finde ich hier übrigens diese, ja, diese Form hier hinten an den Flügeln, also an den Rückkufen. Ich weiß nicht, ob man das so nennt, ich bin kein Flugzeugexperte, aber zumindest hier unten diese ja, hinteren Flügel, die sehen super, super cool aus. Und allein von der Form her haben die das super gut getroffen. Und als man das eben auf der Packung gesehen hat, quasi diesen Side-by-Side-Vergleich, das sieht ja tatsächlich so oder so ähnlich zumindest aus. An der Stelle auch nochmal eben kurz einen größeren Vergleich mit dem Hidden-Side-Flugzeug. Ihr seht schon, die beiden sind, naja, ein bisschen vergleichbar, aber eben
eben halt doch nicht ganz. Also das Hidden Side Flugzeug nimmt da schon ganz schön viel weg, aber man muss an der Stelle sagen, das Ding hat 30 Euro gekostet und das hier war quasi gratis oder eben 20 Euro, wenn man das vom Wert her sehen möchte, und man bekommt bei dem Ding hier halt noch einen coolen Aufsteller dazu, was man bei dem Flugzeug eben auch nicht bekommen hat. Apropos Standplatte, die ist in diesem Fall super, super riesig. Ihr seht das schon, die ist fast länger als das Flugzeug selbst und normalerweise könnte man ja bei einem solchen Modell irgendwie erwarten, dass da so eine kleine Standplatte dabei ist, dass man das zumindest hinstellen kann, hier vorne vielleicht noch irgendwas abgeht, dass die Figur darauf kommt, aber mit einem so großen Standpodest hätte ich niemals gerechnet und finde ich total cool, dass das hier mit beigeliefert wird. Wir können das Flugzeug hier oben natürlich befestigen, wie wir das eben auch schon hatten, und dann wird das hier quasi so abgesetzt. Das ist ja ein Hinge-Brick hier vorne, mit dem wir das Ganze so hoch und runter bewegen können, wenn wir das gerne möchten. Also man kann es hinten hochhalten, damit es halt gerade ist, und wenn man das gerne so ausstellen möchte, kann man hier unten natürlich auch was dann noch hinbauen. Aber ich finde, so sieht es einfach perfekt aus und gerade, dass man hier so quasi das hinstellen kann, wie man möchte, und die Figur hier vorne noch den Platz hat. Es sieht einfach ultra, ultra cool aus. Der einzige Punkt, der mich vielleicht so ein bisschen stört, ist dieser riesige schwarze Stein hier vorne, der da quasi das komplette Flugzeug hier vorne hält. Hätte man vielleicht etwas dünner machen können, aber ja, gut, lässt sich definitiv mit leben. Ein kurzer Blick noch auf Anleitung und Stickerbogen. Hier haben wir einmal den Stickerbogen selbst. Da sind sehr, sehr, sehr viele Sticker drauf, wie ihr schon sehen könnt. Hier ist es halt die Plakette für den Aufsteller. Hier ist die Landkarte und der Rest sind dann halt Sticker, die komplett im Flugzeug verbaut werden. Hier seht ihr schon, erste Tüte baut das Flugzeug, zweite Tüte baut dann das Podest samt Minifigur. Und da ist auch nochmal was ganz, ganz Interessantes. Und zwar ganz am Ende, können wir einmal hinscrollen, wird erst die Minifigur gebaut. Die ist das Letzte, was tatsächlich hier zusammengebastelt wird. Und das habe ich bisher noch nie gesehen in einem Lego-Set, dass da eben komplett die Minifigur am Ende und eben nicht am Anfang ist. Okay, meine Damen und Herren, das war es hier mit der Vorstellung zum Emilia Earhart Tribute. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr von diesem GWP haltet, ob ihr das vielleicht selber auch besorgt habt oder ob ihr euch im Nachhinein ärgert, dass ihr es verpasst habt. Schreibt mir das gerne mal rein, würde mich mal sehr interessieren. Ich persönlich hoffe, dass Lego sowas in der Art noch öfter macht, weil das eben mal irgendwie was anderes ist. So ein GWP hatten wir lange nicht mehr und das ist eben etwas Wunderwunderbares. Und sowas, ich weiß nicht, das passt zu keinem Themengebiet. Also es ist jetzt nicht irgendwie weihnachtlich oder sonst irgendwas, wie die meisten GWPs, die wir bei Lego in der Größe hier bekommen, sondern es ist einfach mal nur so. Und das finde ich total cool und deswegen freue ich mich ganz herzlich, dass eben Lego diesen Schritt gegangen ist und dieses wunderbare GWP hier rausgebracht hat und wir uns das jetzt zu Hause hinstellen können. Okay, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, habt einen wunderschönen Tag und ciao!